Kunstfreundinnen und Kunstfreunde und liebe Christa, erinnern Sie sich an Ihr letztes spannendes Buch oder an einen besonders spannenden Film? Gänsehaut, eine unruhige Nacht vielleicht, das kennen wir alle. Auch in der bildenden Kunst gibt es Spannung. Aber dieser Spannungsbegriff ist ein ganz anderer, den mir kein Lexikon der Welt erklären kann. Es ist so etwas wie Augenreiz oder optische Vibration, Kontraste kräftiger Farbklänge, aber auch sanfte Kontrastlosigkeit. Auch Gegensatzpaare, um auf das Bildhauerische zu kommen, wie glatte und aufgebrochene Oberflächen oder kleinteilige und monumentale Volumina erzeugen formale Spannung. Christa Biederwick, die seit 20 Jahren Mitglied der Freien Akademie Hamburg ist, stellt eine ganz besondere Werkgruppe ihrer Arbeit in unseren Räumen vor und übrigens parallel auch in der Galerie Rose am Rödingsmarkt. Eröffnung ist morgen, nicht? Welche Uhr? 19 Uhr in der Galerie Rose. Und das gibt mir Anlass, über den Spannungsbegriff etwas nachzudenken, da er in Ihrem Werk besonders vielfältig angelegt ist und zu sehr einprägsamen plastischen Arbeiten führen. Der Werkstoff der hier ausgestellten Plastiken ist vorwiegend Terrakotta. Dieses uralte keramische Material wird schon bei antiken Amphoren, den lebensgroßen Figuren im alten China und heute etwas profaner bei Blumentöpfen und in Italien bei allem möglichen dekorativen Gartenzubehör verwendet, also meistens bei kunstgewerblicher Gefäßkeramik. Da beginnt für die Bildhauerin ein gewisses Risiko, weil angewandte Kunst zwar völlig legitim ist, aber eben etwas anderes als freie Kunst. Wenn aber diese Anmutung des Angewandten durch eine spröde Thematik konterkariert wird, entsteht etwas sehr Aufregendes. Ich denke an den Schlafenden, der aus seinem Polyester-Schlafsack gerutscht ist, oder die Liegende, auf der sich ihre Hunde balgen, oder einen Politiker mit einem Terrakotta-Handy am Ohr. Dieses Handy, dieser Fetisch unserer Zeit in Terrakotta, zauberhaft. Hier entsteht künstlerische Spannung vom Feinsten und das Gegenteil von Kunstgewerbe. Mit der Bildhauerei hat sich Christa Biederwick für ein starres Medium entschieden, das erst mit bildnerischer Intelligenz zum Leben erweckt werden muss. Somit ist es eigentlich widersprüchlich, wenn sie mit Vorlieben Figuren in Bewegung darstellt, zum Beispiel Fußballer oder eine Hochspringerin, die über die Latte springt. Denn Bewegung ist ja ein Kontinuum in der Zeit. Darf ich an dieser Stelle anmerken, dass Christa und Karl-Heinz Biederwick seit 1976 Mitglieder der Künstlergruppe Zebra sind. Ein Beleg für die gemeinsamen Wertvorstellungen ist die Faszination für die Bewegungsdarstellung. Sowohl die Arbeiten der Biederwicks als auch die skulptural anmutende Zebramalerei trifft den Begriff eingefrorene Bewegung, den Nagel auf den Kopf. Erinnern wir uns, der Impressionist malt Bäume im Sturm mit heftiger Pinselschrift und findet damit die entsprechende Form. Das alte Konstrukt Form und Inhalt, totale Entsprechung. In der zeitgenössischen Kunst aber werden Widersprüche eingesetzt. Bewusste Stilbrüche, die unsere Lehrer, ich spreche jetzt so ein bisschen von der Hamburger Szene, die unsere Lehrer der 1960er Jahre Grimm, Kluth, Seitz nicht hätten durchgehen lassen. Materialgerechtigkeit war so eine Devise und Einheitlichkeit des Abstraktionsgrades.
Hätte man eine Bronzeplastik mit Ölfarbe bemalt, wäre man wohl aus der Klasse geflogen. Ich sprach fruchtbaren künstlerischen Risikobereichen, wie zum Beispiel dem kunstgewerblichen. Auch das Illustrative und Erzählerische ist so ein Risikobereich. Denn Geschwätzigkeit ist in der Kunst eigentlich unerwünscht. Aber gerade die Nähe zu dieser besonderen Qualität des Erzählerischen ist, wenn man die Grenze nicht überschreitet, von großer und ergiebiger künstlerischer Spannung. Dass Christa Biederbeck den sehr unterschiedlichen Gesichtsausdruck der trauernden Frauen da hinten, diese wunderbare Plastik, dass sie den Gesichtsausdruck der trauernden Frauen zu einem skulpturalen Thema macht, halte ich für sehr mutig und bezogen auf die heutige Kunstmarktkunst für subversiv. Hier wird nicht physische, sondern emotionale Bewegung überzeugend und unsentimental sinnfällig gemacht. Christa Biederbeck, die einen Teil des Jahres auf Stromboli verbringt und arbeitet und auch ein Jahr in der Villa Massimo in Rom war, ist stark von Italien geprägt. Um ein Beispiel zu nehmen, sie kennt diese italienischen Beisetzungen, diese Mischung aus Theatralik und Nüchternheit, wenn zum Beispiel zum Abschluss der Zeremonie ein Maurer mit Papiermütze vor der Trauergemeinde die Grabstätte zumauert. Für uns Nordeuropäer ein ganz merkwürdiges Erlebnis. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die eindrucksvolle, vielfigurige Karfreitagsprozession der Zebra-Ausstellung, die 2005 hier gezeigt wurde. Die Figuren sind weitgehend realistisch geformt. Die auf karges Schwarz-Weiß reduzierte Farbgebung dagegen ist antinaturalistisch. Diese Verfremdung erzeugt wiederum Spannung. Die Bildthemen von Christa Biederbeck sind ungewöhnlich und beschäftigen sich mit dem Menschen. Die Quelle, und das macht die Arbeiten so glaubhaft und eindrucksvoll, ist das eigene Erleben und die eigene Betroffenheit. Das ist in der heutigen Kunst nicht selbstverständlich. In dem wunderbaren Katalogbuch mit Christa Biederbecks Werken von 1969 bis 2009 äußert sich der Spanier Cuevas zu dieser aktuellen Scheu vor Emotionalität. Ich zitiere: Gleichfalls ist es kein Geheimnis, dass im Kunstbereich in den letzten Jahren eine zynisch coole Position Fuß gefasst hat, worin der künstlerische Ausdruck von persönlichen Willensäußerungen ziemlich herablassend, wenn nicht extrem kritisch betrachtet wird. Diese entzauberte Auffassung von Seiten der Kunst sowie zu ihr hin erinnert mich an das Essay Ansätze für wirre Zeiten 2001 von Michel Houellebecq, in dem der französische Schriftsteller darauf hinweist, dass die Kunst in letzter Zeit einen Weg eingeschlagen hat, der einen toten Punkt in der zeitgenössischen Vermittlung von Gefühlen hervorhebt. Und jetzt zitiere ich auch den Houellebecq noch einmal direkt. Es ist so, als ob das unmittelbare Ausdrücken eines Gefühls, einer Emotion oder einer Idee in einem alltäglichen Gespräch unmöglich geworden ist, weil es allzu vulgär ist. Zitat Ende. Harald Duwe hat einmal gesagt, ganz kurz auf die Formel gebracht, wir malen das, was wir lieben und was wir hassen. Schauen Sie sich die Terrakotta-Plastik Shelley an, dort rechts. Die mit großer Hingabe geformten Faltenwürfe des Kleidchens sagen alles über großmütterliche Freuden aus. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich hatte gerade Besuch von meinen drei kleinen Enkelinnen aus Kopenhagen. Und das war einfach wieder toll, allerdings auch ein bisschen anstrengend. Auch die Erinnerung an die Jugend der Mutter ist eine sehr persönliche Arbeit. Man beachte diese ganz besondere Körperhaltung der Frau, die sich an einen Pfahl lehnt
Übrigens wieder eingefrorene Bewegung, denn das Kleid, das weht. Es ist also Wind vorhanden, ganz, ganz sensibel. Also wie sie sich dort an den Pfahl lehnt, das ist ein skulpturales Motiv mit hoher Empfindsamkeit gestaltet. Mit der Terrakotta-Plastik der Literaturkritiker B.B. mit seinem Hausschwein ist dir eine Arbeit gelungen, Christa, die so vielschichtig angelegt ist, dass ich höchstes Vergnügen empfinde, weil hier ein Nebeneinander von skulpturaler Kraft und inhaltlicher Hintergründigkeit erreicht wird. Die Skulptur ist ja nicht nur witzig. Und da in der Kunst selten von Schweinen die Rede ist, kann ich mir an dieser Stelle nicht verkneifen, eine kleine Episode zum Besten zu geben, die Dieter Asmus einmal mitbrachte, die aber auch im Zusammenhang mit dem Realismus von Christa Biederbeck steht. Die Glanznummer eines Clowns war das Schweinequicken. Das konnte er zum Staunen des Publikums täuschend echt imitieren. Eines Tages war er so erkältet, dass er keinen Ton mehr rauskriegte. Da steckte sich der Artist ein echtes Ferkel unter das Hemd, ging in die Manege und das arme Schwein quickte jedes Mal kräftig, wenn er es drückte. Das Publikum aber war enttäuscht, wie schlecht der Clown diesmal das Quicken des Schweins nachahmte. Sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen Realismus und Naturalismus. Und in diesem Sinne ist Christa Biederbeck eine realistische Künstlerin. Sie interpretiert Wirklichkeit, nimmt Stellung und zeigt Haltung. Natürlich ist diese Auffassung von Skulptur weit entfernt von der blockhaften, abstrahierenden Konzeption eines Henry Moore oder Wotruba oder zumindest in Teilen unserer Mitglieder Kock, Kütemeier. Ich hoffe, dass du damit einverstanden bist, Klaus, dass ich dich da auch reinbringe, auch wenn du figürlich bist. Oder Sile Wissel. Auch das kann eine faszinierende bildhauerische Sprache sein. In der Kunst aber ist bekanntlich niemand im alleinigen Besitz der Wahrheit. Christa Biederbeck bezieht sich auch weniger auf die neofigurative zeitgenössische Plastik, sondern vielmehr auf die mittelalterliche deutsche und niederländische Bildhauerei. Neben diesem Rückbezug auf Historisches benutzt sie, wie auch die malenden Zebras, triviale Fotos als Anregung für die Bildidee und auch als Vorlage. Auch das ist ein Vorgehen, das unsere alten Professoren verpönten. Wir dürfen das nicht. Gestatten Sie mir, bevor ich zum Schluss komme, noch eine kritische Bemerkung. Wenn ich die wenig einladende, schmuddelige Eingangssituation zur Freien Akademie im Verhältnis zu den erhabenen, qualitätvollen Veranstaltungen und Ausstellungen im zweiten Geschoss sehe, so ist das deprimierend spannungsvoll. Aber auf diese Spannung können wir gut verzichten und appellieren an den neuen Senat, der Kultur wieder den Platz einzuräumen, der ihr gebührt. Als realistische Bildhauerin hat Christa Biederbeck die Möglichkeit, auch dem ungeübten Betrachter die Augen zu öffnen. Doch diese abbildende Leistung ist nur die halbe Miete. Wie sagte doch der kanadische Maler Alex Colville, ein guter Realist muss alles erfinden. Anders drückt es Dietmar Ulrich im ersten Zebra-Katalog 68 aus. Ich zitiere dem Sinne nach. Er beschreibt den Weg vom Abbild zum Sinnbild und benutzt den Begriff des Abbildhaften im doppelten Sinn. Einmal das Abbild als ablesbares Bildmotiv und zweitens als Abbild eines geistigen Prozesses. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Unterhaltung, Nachdenklichkeit und Augenschmaus und bedanke mich bei dir, liebe Christa, für diese fabelhafte Ausstellung.